Huhu! Ja, heute ist Samstag. Ich habe Tauschpost bekommen. Das ging alles irrsinnig schnell. Voll geil. Ihr wisst ja, ich habe vor 2 Tagen, glaube ich, erst diesen Tauschaufruf gestartet. Ich hatte ja diese China-Popping-Cooking-Geschichte und da haben sich auch einige gemeldet. Verstehe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was an diesen Popping-Cooking-Sachen da dran ist. Aber gut, die liebe Ina war unter anderem dabei und hatte mich angeschrieben. Und ja, sie war ultra nett und gleich so, ja, was soll ich dir besorgen von Action und bla. Und das war richtig geil. Und es hat alles so schnell geklappt. Ich meine, das Video war online. Also das Video war vor 2 Tagen online und heute ist ihre Post schon angekommen. Sie war am nächsten Tag dann wirklich gleich im Action, sprich gestern. Und wir waren auch im Kontakt über E-Mail. Ja, und ich hatte so ungefähr gesagt, was ich mir vorstelle, nach was sie so gucken kann. Sie hat auch Glück gehabt, sie hat alles bekommen, vor allem die Stempel, weil sie sagte, ja, mit den Stempeln weiß sie nicht, hat sie, war bisher immer alles leer. Jedenfalls ist es jetzt so, ich habe ein bisschen mehr. Ich zahle also noch ein bisschen was zu, weil der Tausch wäre sonst ein bisschen unpassend. Also das ist ein bisschen mehr wert hier von Action. Sie hat, glaube ich, um die 16 Euro ausgegeben. Und deswegen kriegt sie jetzt dann eben meine Popping-Cooking-Geschichte und natürlich auch noch ein bisschen Geld. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mir zuerst einmal eine ganz süße Karte geschickt. Hier ist natürlich auch der Kassenbon bei von Action. Und vor allem, weißt du, will ich immer sagen, wisst ihr, es ist so schnell alles. Sie hat mir sogar noch einen Pocket-Letter mitgeschickt und hier diese Karte, die ja auch personalisiert ist, wo ich denke, wann hat sie das alles gemacht? Vorgestern war das Video erst online, gestern hat sie alles abgeschickt. Ja, total genial. Und sie hat mir ganz süße Zeilen geschrieben. Ich halte es in die Kamera, weil sie geschrieben hat, kannst du vorlesen, wenn du ein Video machen willst. Also hier schrieb sie erstmal das. Ja, finde ich ultra süß. Hier auch, die sind ja auch mal niedlich hier. Ja, und dann hat sie sich hier ein bisschen vorgestellt. Also, hallo liebe Bianca, ich freue mich sehr darüber, dass ich schnell genug war und mit dir tauschen darf. Kurz zu mir, ich heiße Ina, bin 25 Jahre alt und lebe mit meinen 2 Degus und meiner großen Liebe, die ich nächstes Jahr heirate, zusammen. Was? Ach so, ja, also sie lebt mit ihrer großen Liebe, die sie heiratet, zusammen. Meine liebste Basteleien sind Mini-Alben, Flipbooks und Pocketletter. Ich sammle ausgefallene Sticky Notes und Flatbacks. Wenn du auch etwas Selbstgemachtes wie ich mitschicken magst, würde ich mich über den Melonen-Paperclip und den mit der mintfarbenen Schleife freuen. Liebe Grüße, Knuddelmuckli, bitte von mir und halte die Ohren steif. Kannst du vorlesen, wenn du ein Video machst? Ja, normal lese ich Post nicht vor, aber stand jetzt so da, dann dachte ich, mache ich das mal. Ich bin immer noch total beeindruckt, wie schnell das alles ging, wo ich denke, wie hat sie das so schnell gemacht? Echt geil. So, ich möchte das aber mal wegpacken. Ihr wisst ja, immer einzeln und bla. So, da kommen wir gleich zu den Stempeln. Sie hat Stempel bekommen und ich habe ja meine Stempelsammlung aufgegeben und leider auch meine ganzen Giorgio-Stempel verkauft. Ich hatte boah, 3 oder 4 diese großen Giorgio-Stempel, die ja auch nicht ganz so günstig sind. Ist egal. Ich finde die von Action jetzt klasse und irgendwie reizt mich das weiter anzufangen. Und zwar habe ich hier die Text, die wollte ich unbedingt haben. Die finde ich mit am schönsten und da freue ich mich irrsinnig, dass sie die bekommen hat. Dann habe ich die. Die sind jetzt nicht ganz so meins. Außer vielleicht unten dieses Gras. Mal gucken. Vielleicht gebe ich es ansonsten weiter, werde ich sehen. Die finde ich auch schön. Wie gesagt, kann man stempeln und aufschneiden, was auch immer. Und die finde ich auch hübsch. Aber die kennt ihr ja mittlerweile alle. Und also die beiden wollte ich unbedingt haben. Also die Bordüren finde ich ja mal richtig klasse. Wobei ich, ja. Wenn man das stempelt und ausschneiden möchte, ja, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man mal gucken. So, das waren die Stempel. Dann hat sie mir Lack mitgebracht zum Lackieren für Resin-Teile, weil ihr wisst ja, ich möchte anfangen mit Resin, beziehungsweise möchte ich es versuchen. Ob ich dabei bleibe und ob es was für mich ist, weiß ich noch nicht. Aber ich habe hier diesen Lack. Dann hat sie ein paar von den neuen 3D-Stickern bekommen. Ich liebe 3D-Sticker und die von Action sowieso.
Das sind die. Also ich finde die 3D-Sticker von Action unschlagbar. Und vor allem vom Preis, da müssen wir ja auch ja nicht mehr drüber reden. Also wenn ich manchmal 3D-Sticker sehe mit so einem Mini-Bogen, wo vielleicht 4 Sticker drauf sind für 2, 3 Euro, dann fasse ich mir doch an den Kopf, ey. So. Ah, die sind echt klasse. Die sind echt so schön. Die kann man so, so toll verwenden. Ich bin heute echt, bin noch nicht wach. Das dauert. Das Ding ist, ich bin den ganzen Tag müde und abends werde ich eben aktiv. Und ja, bin in der Regel teilweise bis 3, halb 4 wach. Dann versuche ich zu schlafen. Wohlbemerkt, ich versuche. Was dann auch nicht immer unbedingt gleich klappt. Dann liege ich auch schon mal bis 5, 6, 6 morgens wach. Ja, und das ist einfach super nervig irgendwie. Und am Tag bin ich total fertig. Ja, und wenn ich dann mal eingeschlafen bin, ist es ja leider nicht so, dass ich dann am Stück 5, 6 Stunden durchschlafe. Nein, es ist meistens so stündlich, manchmal sogar noch heftiger, kürzer, dass ich dann permanent wach werde. Mein Gott, wem erzähle ich das? Das ist doch völlig uninteressant. So, jetzt habe ich hier diese 3D-Blöcke, da freue ich mich mal richtig drüber. Weil ich bin total der Fan von diesen Stanzblöcken und habe auch immer alle und ich muss immer auch die neuesten haben. Und ja, unter anderem habe ich jetzt die 4 neuen. Und genau, das sind weihnachtliche Motive, wie man sieht. Ah, so wunderschön. Ich mache das mal schnell. Guck, ah, die Füchse sind ja auch mal niedlich. Guckt mal. Die sind geil, auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja nicht so der Weihnachtstyp, also eigentlich gar nicht. Ich habe auch gesagt, nee, jetzt Weihnachtsstempel muss ich nicht unbedingt haben. Nee, ich habe noch vom letzten Jahr Weihnachtssticker und dann ist auch gut, weil ich bastel jetzt nicht da, weiß ich, wie groß bastel Weihnachtskram. Ich dachte zum Beispiel, das ist halt ein normaler Block, aber habe dann so mitgekriegt, dass der auch weihnachtlich angehaucht ist, beziehungsweise winterlich. Also, da kommt zum Beispiel das Kaninchen und die Feder da oben. Das kann man natürlich so auch alles benutzen. Aber es ist, man sieht es ja, es ist auf jeden Fall winterlich angehaucht, ne? Es sind jetzt keine Sommerteilchen. Ja, aber schön, sehr, sehr schön. Oh, hier mit den Kaninchen, sehr süß. Ja, schöne Merry Christmas und ja. Also im Grunde sind alle 4 neuen weihnachtlich oder winterlich. Hier nämlich auch. Also das ist auch sehr, sehr weihnachtlich, wie ihr seht. Aber die sind so obersüß. Ich finde diese Stanzteile echt geil. Ja, ich benutze halt nur Weihnachten, da muss man gucken. Also da. Ja. Ja, muss mal gucken. Vielleicht mache ich ein paar weihnachtliche Pocketletter dann oder so, weil man möchte es ja auch verwenden. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt den. Und den finde ich auch traumhaft, weil der ist auch beglitzert. Der andere übrigens auch. Ich glaube, der war jetzt auch beglitzert. Total schön. Genau. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Moment. Doch, ihr seht das, ne? Es ist beglitzert. Richtig klasse. Ja, und also zum Beispiel hier diese Symbole, die sind ja nun jetzt überhaupt nicht weihnachtlich oder so. Kann man so nehmen. Hier ist es wieder ein bisschen weihnachtlich mit Tannenbäumchanson, ne? Aber hier die Vögelchen und so, das kann man ja auch alles außerhalb von Weihnachten nutzen. Oder hier diese Symbole. Also das ist bunt gemischt und ich finde die echt traumhaft, weil die eben beglitzert sind. Mega klasse. Ja, das sind die Stanzblöcke. Und da freue ich mich richtig, richtig dolle, dass sie die bekommen hat und vor allem die Stempel. So, das waren jetzt die Sachen von Action. Und dann hat sie mir noch ein paar Goodies sogar mit reingelegt, was ich ja mal ultra süß finde von ihr. Und ich habe auch schon reingeguckt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie sie das alles zeitlich gemacht hat. Vielleicht hatte sie den Pocket Letter allerdings da. Ich habe hier einen ganz süßen. Amy und Tim, Quatsch. Doch, Amy und Tim Pocket Letter bekommen. Ist es jetzt Amy und Tim? Nee, na doch, naja, das ist schon Amy und Tim, glaube ich, ne?
Das ist hier bei My Melody ist auch mit drauf. Was hast du bitte gemacht, dass es so geil riecht? Das riecht in dieser Tüte hier ultra mega geil nach Parfum. Das riecht so geil nach Parfum. Boah, echt Hammer. Keine Ahnung. Hier ist noch ein Anhängerchen dran. Und hier ist der süße Pocket Letter. Der ist echt hübsch hier mit dem Bilderrahmen. Ich weiß nicht. Also das hat sie innerhalb von einem Tag alles gemeistert. Das ist unfassbar. Also ich bin echt beeindruckt. Ich habe sie auch schon angeschrieben. Und da freue ich mich total. Ich habe heute Nacht irgendwie... Oh, das klingelt. Scheiße, Moment. So, da bin ich wieder. Es hat geklingelt. Kommt auch mal vor. Also ich habe heute Nacht, ich konnte mal wieder nicht pennen, ein Video geschaut. Und da habe ich diesen Blog hier gesehen. Die sind ja wohl auch von Action. Und ich habe immer gedacht, nee, die 15x15 brauche ich nicht. Ich habe die großen und so. Und habe den gesehen und dachte, oh, ist der schön. Und das ist so geil. Ich habe ihn bekommen. Das sind, wie gesagt, die 15x15 Blöcke. Und die hole ich immer nicht, weil das Papier ist ja auch dünner. Und ja, weiß ich nicht. Aber ich finde den total geil. Vor allem das sind... ich zeige es euch einfach mal. Moment. Also ihr seht, das ist so richtig schönes... guckt doch mal. Ich meine ehrlich, aber das will man doch nicht verbasteln, ne? Und da habe ich mir überlegt, da das jetzt 15x15 ist, das ist natürlich perfekt für Card Candies, weil die 15x15 Hüllen von Action... da würde das, glaube ich, genau reinpassen. Mal gucken. Da könnte man jetzt zum Beispiel dieses Papier nehmen und da halt vielleicht ja, Embellishments reintun. Mal gucken. Es ist wunderschönes Papier und es sind immer drei Stück von jedem Motiv. Eins, zwei, drei. Genau. Oh, guckt mal. Ich meine ernsthaft, aber das will man noch nicht verbasteln. Dieses Papier ist ja der Traum. Ja gut, das ist jetzt nicht so meins liniertes Blatt da. Oh, schaut richtig toll, ne? Ja, da freue ich mich total, dass du mir das mitgeschickt hast, liebe Ina. Ich nehme hier alles auseinander. Dann hat sie mir noch, ja, ich sag mal, auch jetzt Embellishments mitgeschickt. Die werden selbst gemacht sein. Die werden wir uns mal angucken. Ich habe auch mit Card Candy angefangen. Es macht ultra viel Spaß. Nur muss man halt überlegen, was man halt so basteln kann, ne, für die Card Candies. So, dann gucken wir mal. Das ist zum Beispiel ja auch, da braucht man eben Stanzen. Also ich will mir keine Stanzen kaufen, die sind so ultra teuer. Aber wenn man Card Candy macht, braucht man eigentlich Stanzen. Sehr, sehr hübsch. Ja, sowas möchte ich halt auch machen für Card Candies. Richtig, richtig tolle Teilchen. Auch das ist ja auch niedlich. Aber wie gesagt, ich glaube, man braucht Stanzen. Ihr seht, das sind alles Stanzteile, ne, die man dann halt irgendwie übereinander klebt, wo man was Schönes zaubert. Das ist alles gestanzt, diese Kreise. Vielleicht hole ich mir doch mal wenigstens eine Kreisstanze. Also so ein Kreis wäre ja schon cool. Oder eben auch sowas. Hier mit so Zacken und dann, ja, man kann ja schön was Schönes draus zaubern. Richtig toll, finde ich cool. Ich frage dich gleich mal, ich werde dich gleich nochmal anschreiben, ob du Stanzen hast, ob du die mit Stanzen, vielleicht hast du auch die Big Shot. Ich hatte sie, aber ich habe ja meine Big Shot wieder verkauft. Ich weiß auch nicht. Die ist mir einfach zu groß und, ach, nee, war nicht so meins. Ich glaube, da bin ich dann doch mehr so für Handstanzen. So, das waren die. Und dann hat sie mir diese noch mitgeschickt. Diese Holzteilchen. Und das war's. Das hat sie alles innerhalb von einem Tag gemacht. Also ich weiß nicht wie. Auf jeden Fall danke, 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 liebe Ina. Ich freue mich, dass wir getauscht haben. Du bekommst mein Päckchen noch. Wir haben jetzt Wochenende. Ich werde das am Wochenende fertig machen. Und werde dir natürlich auch was Schönes beilegen. Und ja, wunderschöne Sachen. Ich freue mich. Vielen Dank. Und allen anderen wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Genau. Tschüss.